Hallo, Tagnummer? Guten Morgen. Tag Nummer 2 in San Francisco. 10:30 Uhr. Und wir haben heute den 25. Dezember, da feiern ja die Amis morgens Weihnachten mit der Bescherung. Und an jedem Hotelzimmer haben die so einen Strumpf hingemacht. So, gut. Schokolade. Ja. So, wir sind jetzt hier mitten in Chinatown. Ich glaube, abends sieht es noch richtig cool aus und wir gehen jetzt uns irgendwas zum Frühstück holen. Und das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr beliebt. Einmal Weitwinkel. Puh. Schatz, hast du Bock? Ja, ich bin gespannt, was es da gibt. Ich hoffe auch was Herzhaftes. Hoffst du das? Irgendwie so. Ich kann mir halt nicht vorstellen, was es da so anders als in einer normalen Bäckerei gibt. Weil in einer normalen Bäckerei gibt es ja schon eigentlich alles. Schatz, Chinesen Deswegen. machen alles anders. Ja, ich bin mal gespannt. Schau mal, was die an. Was sagst du dazu? Naja. Sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie Ja, sieht nicht schlecht aus. so einen krassen Andrang kann ich noch nicht nachvollziehen. Schaut euch das mal an. Eigentlich ein richtiger Ranzschuppen. Hier stehen so viele Menschen. Hier noch vor uns und hinter uns und überall. Keine Ahnung. Wir wurden gerade, glaube ich, gescammt. Keiner hat mehr als 10 Dollar Das hat gekostet und wir alles haben ein jetzt Dollar. 23 bezahlt. Du. Was bist du? Das heißt Chinese. Nein. Nicht Chinese. Doch. Yes, ein Ein Haul. China-Laden-Haul. Was wir in Chinatown gekauft haben. Ich weiß halt nicht, wie das alles heißt, aber hier haben wir Frühlingsrollen. Ganz zwei Stück, wow. Nee, drei. Drei, wow. Dann haben wir Eine Pizza. so warmes Brot Warmes mit Brot. Sesam. Mmm. Dann haben wir Sesamrollen, Boah. Kugeln. Dann haben wir noch Nudeln, die wollte Berat unbedingt. Das war bestimmt das Teure. Hier die Nudeln. Soßen und hier haben wir so diese sind, die sind ganz bekannt. Das sind so Ja. Teig ist da drum und da unten sind, keine Ahnung, Pork, glaube ich, Shrimp und ich glaube, das dürfte Spinat sein. Und dann haben wir noch, Schatz, das ist viel zu viel gekauft. Was ist das? Ah, das ist Keine so ein Ahnung. Bun. Der ist so ganz weich. Boah. Ja. Ja, dann guten. Iss mal, schon füll mal eins im Mund. Aber da muss man diese Soße finden. Wo Sojasauce. Ich weißt du mach das die mal denn? hier rein. So. Oh, die spritzt. Boah, Schatz, ey, Wahnsinn. Jetzt in den Mund. Oh. Was kommt drin? Oh. Schatz, deine Handtasche. Okay. Was ist denn los mit dir? Wir chillen hier übrigens gerade übelst. Schmeckt krass, aber. Hier ist übel das Meer. Wie fandest du das Essen? Ich fand es jetzt auch nicht so Aber diese gute Erfahrung. die Teigbällchen waren gut, wenn ich Fisch essen Okay, es ist Scheißwetter, aber wir sind in so einem Fisherman's Wharf. Das ist im Norden von San Fran. Boah, es ist aber arschkalt. Das, meine Damen und Herren, ist Alcatraz. Aber eine Tour ist überbewertet. Tut's dir kalt? Guckt euch mal an, wie schön diese Lichter aussehen. In echt sieht das noch schöner aus, aber hier ist Chinatown. Hast du Hunger?
Ja, ich habe Hunger. Der pfeift sich immer 20 Kekse rein und dann sagt er, oh, ich habe so Hunger, können wir endlich losgehen? Es geht dann so und dann fum, 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 fum. Wie? Fum, 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 und davor. Okay. So, meine Lieben, wir sind jetzt nochmal in Chinatown by night. Und Cheyenne ist schon wieder fleißig Fotos am Machen. Schauen wir mal, was sie da kreiert. Ich mache ein Video, aber es sieht nicht so cool aus. Es sieht nicht so cool aus wie in echt. Mal wieder. Also, wir sind auf der Suche nach was Essbarem. Wir wollten eigentlich Pizza essen gehen, haben dann gesehen, $20 für eine Pizza. Mindestens. Jetzt nicht so geil, mindestens. Und deswegen gehen wir jetzt zu Chinatown und gucken, dass wir einfach ein bisschen was Chinesisches futtern. So, meine Lieben, wir sind jetzt kurz vorm Checkout hier in San Francisco. Es ist so geil. Es ist so ein bisschen nebelig. Aber war die Aussicht, ey. Da könnte ich mich echt dran gewöhnen. Ja, wir checken gleich aus. Dann geht's Richtung Yosemite National Park. Wir wissen nicht, wo wir schlafen heute Nacht. Es wird echt spannend. Und ja, wir machen uns jetzt fertig. Ich mache die ganze Zeit Fotos und irgendwann können wir dann nochmal uns ums Wesentliche kümmern. So, noch ein letztes Mal diese Aussicht, bevor wir auschecken. Uff. Oh, das war schon cool. Tschüss, schönes Hotelzimmer. Ich habe auch nichts in Schränke reingepackt. Aber noch einmal, weil es so schön war. Die Schublade ist einfach falsch rum drin, guck mal. Die ist einfach falsch rum. Hast du denn aufgebaut? Das hier ist nicht deins? Nee. Okay. Sollen wir den klauen? Nein.